So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe was getrunken. Übrigens, weil ich immer gefragt wurde, warum ich mich eigentlich so oft räuspere im Let's Play. Das liegt ganz einfach daran, dass ich normalerweise mit einer recht ruhigen und leisen Stimme spreche. Also privat und auch, also im Privatleben halt. Und im Let's Play ja doch schon recht laut und, ja doch, recht laut einfach bin und recht ungewohnt halt einfach spreche. In dem Falle. Und das tut sich halt auf die Stimmbänder ausüben ein wenig. Ich hoffe, dass das irgendwann mal sich behebt und dass man dann, dass das irgendwann ja einfach weg ist wieder. So lange wird sich das mit dem Räuspern aber leider noch halten. Oh, was ist das hier? Irrenanstalt? Oh, 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 oh. Nein! Hat er mich wirklich noch erwischt? Ich glaub's nicht. Ich hätte erstmal eine Nacht. Ich werde jetzt erstmal schlafen. Das geht. Aber ansonsten habe ich ja noch keine. Es war auch keine negative Kritik, es war einfach nur eine Frage. Ansonsten scheint euch das ja nicht so zu stören, dass ich mich ab und zu beim Räuspern Let's Play. So. Dann schlafe ich mal eine Runde. Und zwar noch, 2 Stunden. Denn in 2 Stunden geht die Sonne erst wieder auf. Und mein Hase guckt da munter vor dich zu währenddessen. Kann ich mal jetzt kurz gucken, was ich hier noch so im Inventar habe. Da habe ich gerade schon wieder was gewonnen. Aber nichts Interessantes, wie es aussieht. Ja, Tempo. Naja, nicht wirklich. Hier noch irgendwas gefunden? Nö. Hier kann man auch nichts machen. Ich habe nichts für Tiere? Krass. Nur ich und mein Hasi. Mein Bunny. Dass ich Flocke genannt habe. Ah. Und die Musik. Sie ist so schön ruhig. So schön. So schön ruhig. Und da sitzen wir nun hier. Liegen nun hier. Mit dem Gesicht zur Erde gedreht. Und halten unseren blockigen Abendschlaf. Während die Sonne langsam irgendwo versucht, über das Firmament zu ziehen. Das sieht so aus, als wenn sie da hinten gleich hochkommt. Und es sieht so aus, als wenn sie mir gleich hochkommt. Und der Hase war dann natürlich die ganze Zeit unser kleines Bunny, Flocke. Darauf, dass wir aufwachen. Ist auch geil, wenn du eigentlich hier so schläfst. Du hast so eine 2-Tonnen-Kilo-Axt auf dir drauf. Die übrigens von innen aussieht wie so ein, wie nennen die sich? Nicht, eine Biscuitrolle sieht's aus. Sieht aus wie eine Biscuitrolle. Oder? Oder? Sagt mir, dass ich recht habe. Du hast kein Recht. Okay, es ist wieder Tag. Wir können weitermachen. Da ist der. Siehst du, was habe ich gar nicht gesehen hier? Da hinten ist der Tempel und dann gehen wir da gleich mal rein. Und dann schauen wir mal, was in dem Tempel so alles zu finden ist. Was? Ich frage mich ja gerade, ob es auf dem Tempel noch irgendwas Spezielles gibt. Guck mal kurz. Ich weiß, Frage ist halt bloß, ob ich mit meiner Stamina da hochkomme. Das klang jetzt auch ein bisschen komisch. Ja, komm, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach so. Da hinten ist noch Holz, das kann ich mir auch mal schnell holen. Das, die Attacke hat sich bis da unten ja locker wieder aufgeladen. Waren wir vorhin da in der Höhle drin? Ich glaube, schon weniger. Wir waren das drin. Was? Die sind jetzt wieder da? Wieso denn das? Ja, kommt mal her, ihr zwei. Habe ich mein, wieso habe ich mein Pfeilhage verbraucht, verstehe ich nicht. Also mein Drehlichtbums. Drehlichtbums ringsherum. Wieso sind die jetzt alle wieder da?
Oh mein Gott, da kommt schon wieder so ein Skelett. Ich hasse diese Dinger. Wieso müssen die auch so ein unendlich heftiges Leben haben? Genauso wie Vampire. Die haben ein Leben, das geht gar nicht. Ich zock das ja auch privat, ist ja logisch. Das würde ich ja wohl keine Charakter Level 30. Uhuhu. Bam! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Komm schon, stopp! Jawohl, und... Stopp, 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 stopp! So, hier ist nichts mehr, okay. Dann lasse ich die Attacke mal aufgeladen, falls ich angegriffen werde. Okay, gut. Ich muss was essen. Ich dachte, die Attacke bleibt eventuell beim Essen aufgeladen, aber... die schwindet gerade dahin. Okay, wenn die jetzt alle wieder da sind... Was ich nicht ganz verstehe, aber es ist so. So, den habe ich erstmal erwischt. Ausgenockt. Oh, und jetzt hat er mich erwischt. Hauptsache, er knockt mich nicht aus. So, da habe ich ihn zum zweiten Mal ausgenockt. Gleich haben wir. Okay, sehr schön. Und dann ist gar kaum Schaden gemacht. Stirb, stirb, stirb. Irgendwer muss sterben. Irgendwer muss sterben. Am besten nicht ich. Ich bin gestorben. Schade, dass man die Typen nicht ansprechen kann und fragen kann, ob sie mitkommen. Das wäre natürlich noch endgeil. Wenn du dann so mit so einer Horde von 5 Mann da reinrennst, vielleicht musst du die noch bezahlen, gibst du so Geld. Halt so ein Entgelt dafür, dass die da mitkommen. Und wenn, dann bleiben sie halt beide, bis sie sterben. Das wäre endlich echt geil. So genauso geil wie diese Stronghold-Musik. Komm her! Mein kleiner Maulwurf. Na komm. Lecker, meine Rüstung. Das hat sich so scheiße. Gut, es war also mehr oder weniger auch zweideutig gewollt, aber es hat sich so falsch angehört. Und ich würde sagen, wir laufen mal darüber, weil ich habe so das Gefühl, wir werden hier nicht viel erreichen. Außer zu sterben. Wir können ja immer noch zurückkommen, das ist ja alles kein Ding. Wie heißt du eigentlich? Arula. So hieß mein Ort, an dem ich war. Damals. Als er in diesen Ort war. Wow! Ja, nee, sei nicht ausgenockt von meiner Attacke, ist schon klar. Nerviges Vieh. Ich würde ja gerne meinen Hasen leveln. Dass ich auf dem reiten kann, wenn man nämlich den auf Level... Ich habe jetzt für einiges ausprobiert, also mit meinem einen Charakter, Level 30, habe ich komplett auf die den Typhoon gemacht, den ich hier habe, den Zyklop. Das war eine gute Idee. Und bei meinem Bogenschützen, da sind diese Special-Attacken nicht ganz so toll, meiner Meinung nach. Da habe ich auf den, na, wie heißt, da habe ich auf den... auf den Hasen ge nee, ich reite auf ein Schaf, einfach aufs Tier gesetzt halt, und das bringt einiges. Ich habe da jetzt Tierlevel 10, also Geschwindigkeit 10, da flitzt ordentlich durch die Gegend, kann ich das sagen. Einfach geil, die Welt hier, einfach geil. Schön gemacht. Ich finde schade, dass der Wolke und der Vendetta gerade keine Zeit haben. Was haben wir denn hier? Eisen! Lalala. In der Höhle geht natürlich lustig Musik an, weil ich nur mit lustig Musik durch die Höhle kann. Hohoho, durch die Höhle durch. Durch du Lurch, die Blumen nehme ich mit. Und dann stecke ich sie mir in die Tasche, die beim Schritt. Kommt Zeit bitte feindlich, da gibt's auf die Fresse. Bam! So will ich das sehen.
Und nicht anders. 52 haben wir schon. Und bam! Ey, gib her. Ging sehen, und da müssen wir nachher nochmal ein paar Subs machen, ob ich gegen den Wolf ankomme. Hätte ich vielleicht meine Attacke nicht verballern sollen jetzt, ne? Da musste ich kurz warten. Komm mal her, ich pull dich schon mal. Ja, genau, genau du. So, da hat mein Telefon noch auf. Bam! Stirb, 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 stirb. Juhu! Und wie ich ein Blatt gemacht habe. Sehr schön, wie ich ihn platt gemacht habe. Da ist noch einer, aber ich habe gerade... Ach komm, ich probier's einfach mal. Nein, verfehlt! Stopp, 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 stopp. Ohohohoho. Ich hab mit dem letzten Schlag noch erwischt, ey, egal. Rettung in letzter Sekunde, möchte man sagen, möchte man sagen. Mein Bein ist immer noch Level 3, das stirbt einfach jedes Mal vorher. Äußerst suboptimal. Und ich verballere hier eine Suppe nach der anderen und hab nichts mehr zu essen. Ich bräuchte Glasflaschen. Die gibt's aber nur in der Stadt. Und die ist da hinten. Oh. Da unten scheint ein roter Forest zu sein. Da renne ich am besten gleich mal rein. Ich renne jetzt übrigens wirklich rein, gell? Nur mal zu gucken, wie das unten ist. Oh, das sind Menschen, okay. Ein Zwerg plus 3, ich glaub's nicht. Wird das auch noch rot? Boah, der weicht aus, Alter. Oh, 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 oh. Alter, der hat mich heftig platt gemacht. Auf sie mit Gebrüll, das schaffe ich. Jo, ich hab mein Bestes gegeben. Auf jeden Fall. Ah! Ah! Oh, au. Wow. Das hat echt lang gehalten. Naja, dann mach ich mich halt hier am Randgebiet so ein bisschen lang und schau mal, was ich hier erreichen kann. Am besten voll auf die Blume. Dann kann ich den gleich noch mitnehmen. Jetzt müsste man mit einem Hasen reiten können und der Hase müsste Stufe 10 haben. Das ist richtig geil. Da kommt man so schnell ans andere Ende, also nicht ans andere Ende der Map. Da kommt man natürlich nicht so schnell hin. Das könnte ein bisschen dauern. Aber man kommt einfach so schnell vorwärts mit einem Stufe 10 Pad. Das ist bestimmt noch hier, genau, das sind noch Stufe 3. Muss ein bisschen aufpassen, dass die mir nicht über den Weg laufen. Ich will nicht zu oft sterben. Pick Stufe 3, Alter. Ich wurde von Schweinen umgebracht. Rote Fledermäuse, auch nicht schlecht. Sterben die auch? Alter, mein Gott, ich werde vom Fledermäusen platt gemacht. Na gut, ich bin eh noch da. Autsch. Okay, sie haben mich nicht entdeckt. Alter Schwede. Mal auf Stufe 3, nein, wieso? Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Nein heißt nein, also lass mich. Wenn ihr, ob ich eine Gruppe von Abenteurern finde, die mir da hilft, würde bestimmt viele Punkte bringen, das Ding. Na komm mit. Seid bitte freundlich. Ja! Nein, ich bin tot. Mist.